Bonjour Buchholz, herzlich willkommen zur neuesten Episode des Podcastes aus der Evangelischen Kirchengemeinde Französisch Buchholz zu Berlin. Ich bin Pfarrerin Susanne Brusch und gestalte gemeinsam mit Thomas Radau an der Orgel und mit Corinna Kraft-Turko als Interviewpartnerin diese Ausgabe. Heute, am 18. April 2021, gedenkt Deutschland der Verstorbenen der Corona-Pandemie. Und auch wir werden das im Rahmen dieses Podcastes tun. Und ich lade euch ein, es euch für diese Hörzeit bewusst schön zu machen. Sucht euch einen Platz, vielleicht mit Blick in den Himmel. Und ihr könnt eine oder mehrere Kerzen anzünden. Und wir dürfen gewiss sein, dass wir miteinander verbunden sind im Glauben durch die Heilige Geistkraft. Heute, am 18. April, gedenkt Deutschland der Opfer der Corona-Pandemie. Es finden Gottesdienste statt, Gedenkfeiern, Schweigeminuten. Und schon seit Wochen lese und höre ich von Aktionen, die diesen Tag begleiten. In der Gemeinde Eime wurde ein Kreuz für die Verstorbenen erstellt, mit Hilfe von 76.000 Schrauben. Und jede Schraube soll für einen Corona-Toten stehen. Mittlerweile ist die Zahl der an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit dem Virus auf 79.847 angestiegen. Ich kann verstehen, dass die Menschen in Eime diese abstrakte Zahl irgendwie greifbar machen wollten. Und auch mir fällt es schwer, hinter jeder Nummer einen Menschen zu erahnen, mit Mutter und Vater, vielleicht Geschwistern, Freundinnen und Freunden, mit Fußballkumpels und Rommi-Partnerinnen, mit Hunden, Katzen, mit Kindern, Enkelkindern. Es gab auch in unserer Gemeinde Erkrankte und manche hatten schwere Verläufe, andere sind gut mit der Infektion zurechtgekommen. Bisher musste ich niemanden beisetzen, der an den Folgen von Covid-19 verstorben ist. Doch die Auswirkungen sind trotzdem an allen Ecken spürbar. Ich weiß von Angehörigen, die ihre Lieben nicht besuchen durften. Nicht im Pflegeheim, nicht im Krankenhaus. Nicht am Sterbebett. Die Pandemie und ihre Auswirkungen machen würdevolle Abschiede schwierig. Wenn auf dem Friedhof nur
so und so viele Leute zusammenkommen dürfen. Wer kann entscheiden, wer dabei sein darf und wer nicht? Und auch am Grab muss auf Abstand geachtet werden. Das Zusammenkommen im Anschluss ist nicht erlaubt. Und dabei ist das alles so wichtig, um der Trauer ihren nötigen Raum geben zu können. Wir brauchen Rituale, Gemeinschaft und auch Berührung. Besonders, wenn wir einen geliebten Menschen verloren haben. Ich glaube, die Auswirkungen dieser schwierigen Monate werden wir noch lange spüren. 79.847 Menschen wurden durch das Virus aus ihrem Leben gerissen. Allein hier in Deutschland. Und sie werden nicht die letzten Opfer der Pandemie gewesen sein. Der ständige Ausnahmezustand birgt die Gefahr, abzustumpfen und die Bedeutung der Zahlen und der Menschen dahinter nicht wahrzunehmen. Und deswegen ist dieser Gedenktag heute gut und auch längst überfällig. Denn auch die Trauer um diese Menschen braucht ihren Raum. Ein Raum, der gestaltet sein will, mit einem Kreuz aus Schrauben, mit Kerzen, die angezündet werden, mit Gebeten, die für sie und ihre Angehörigen gesprochen werden und mit einer Zeit der Stille. Ihre Namen sind nicht vergessen, ihre Lebenswege sind nicht vergessen. Wir dürfen darauf hoffen, dass die Verstorbenen bei Gott geborgen und aufgehoben sind, in Würde und mit aller Liebe. Amen. Du behütest meine Seele und kennst mein Herz. Führe mich auf dem Weg der Ewigkeit. Dieses Lied aus Taizé haben wir gerade von der Orgel gehört. Im Gedenken an die Opfer der Pandemie beten wir gemeinsam mit Worten aus Psalm 23 in einer Übersetzung von Ruben Oosterhuis. Du, mein Hirte, nichts würde mir fehlen. Führ mich zu blühenden Weiden. Lass mich lagern an strömendem Wasser, dass meine Seele zu Atem kommt, dass ich die rechten Pfade wieder gehen kann, dir nach. Du, mein Hirte, nichts soll mir fehlen. Muss ich in den Abgrund, die Todesschlucht, dann packt mich Angst. Bist du bei mir, werde ich nicht sterben vor Angst. Du hast den Tisch schon gedeckt, und meine Spötter wissen nicht, was sie sehen, dass du meine Füße wäschst und sie salbst mit Balsam und mir einschenkst. Trink nur, sagst du. Nichts wird mir fehlen. Lass es so bleiben, dieses Glück, diese Gnade, all meine Lebenstage, dass ich bis ans Ende meiner Jahre wohnen werde in deinem Haus. Du, mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Amen. Bonjour Buchholz, wäre nicht unser Gemeindepodcast ohne unsere Interviews, die besonders viel Spaß machen und die auch, glaube ich, hoffentlich gut ankommen. Und ich bin ganz froh, heute in der Funktion der Interviewpartnerin begrüßen zu dürfen, Corinna Kraft-Toko. Hallo Corinna. Hallo Susanne. Hallo, sehr schön. Corinna
ist bei uns in der Gemeinde schon eine ganze Zeit lang. Corinna, ich weiß gar nicht, wie lange. Kannst du das sagen? Also ich lebe seit 2011 in Französisch Buchholz und seitdem bin ich auch dabei. Aber halt intensiver dabei bin ich seit 2014, seitdem meine Tochter konfirmiert wurde und ich dann da noch auch zu Frau Michaelis einen sehr guten Kontakt hatte und zu Pfarrer König natürlich auch. Ja, und da bin ich dann noch intensiver mit dabei gewesen, ja. Genau, man kann dich kennen, zum Beispiel von den Kirchenrallyes, wenn Buchholzer Festtage. Ich Genau. hast so oft irgendwie noch mit anderen tollen, engagierten Leuten den Stand betreut und die Kinder durch die Gegend geschickt und so. Genau, das habe ich gemacht und das macht immer wieder großen Spaß. Ja. Das passt ja auch dazu, du bist Grundschullehrerin, ne? Na, ich bin Sonderpädagogin Okay. und arbeite aber an der Grundschule in der Inklusion. Ja. Schön, ist auch eine Arbeit, die dann auch deinem ehrenamtlichen Dienst zugute kommt und uns in der Gemeinde. Und Genau, ja. eine große Bereicherung. Und ich darf verkünden an dieser Stelle, dass Corinna unsere neue Ehrenamtskoordinatorin in der Gemeinde ist. Hat sie sich zu bereit erklärt. Und in dieser Funktion wird sie wahrscheinlich dem einen oder anderen oder der anderen auch mal begegnen. Schön, dass du das machst. Ja, gerne. Wird mir Spaß machen auf jeden Fall. Und Ja. so lerne ich vielleicht auch noch mehr Gemeindemitglieder kennen. Ja, von unserer tollen Truppe, die wir so haben. So, unser Interview ist strukturiert nach Fragen. Also wer den Podcast schon länger verfolgt, im letzten Jahr hatten wir den ja sehr regelmäßig, als wir auch keine Gottesdienste in der Kirche gefeiert haben. Das sind immer drei Fragen, wobei ich jetzt die dritte Frage ein bisschen abgewandelt habe zu den Versionen vom letzten Jahr. Die erste Frage lautet: Was gibt dir persönlich zurzeit Kraft? Was ein bisschen lustig ist mit deinem Nachnamen Kraft-Toko. Ja, das ja. Die zweite Frage ist ein biblisches Wort, das du besonders magst. Und die dritte Frage ist dann praktische Tipps gegen den Lockdown-Koller, von dem wir, glaube ich, alle hin und wieder mehr oder weniger stark bedroht sind in dieser Zeit. Genau, ja. Okay, und dann schlage ich vor, dass wir einfach mal mit der ersten Frage einsteigen. Liebe Corinna, was gibt dir persönlich zurzeit Kraft? Ja, also ich konnte mich ja ein bisschen auf die Fragen vorbereiten und habe mir ein paar Notizen gemacht oder Überlegungen angestellt. Und die meiste Kraft gibt mir meine Arbeit, weil ich da einfach jeden Tag hingehen kann und mit den Kindern arbeiten kann und mich mit den Kollegen austauschen kann. Und aber daneben gibt mir auch noch Kraft meine Telefonate mit Freundinnen, die ich in größeren oder im größeren Kreis von Deutschland verteilt habe, mit denen ich aber regelmäßig mehrmals die Woche telefoniere. Und ja, der Austausch mit meinen Kollegen, wenn ich in der Schule bin. Also, dass wir da einfach, das sagen wir alle, dass wir sehr froh sind, dass wir da sein können und gemeinsam mit Abstand am Tisch frühstücken können oder Mittagessen können. Und die Kinder, die halt mit den Kindern, die wir jeden Tag um uns haben, dass uns das so gut tut. Weil im letzten Jahr, da durfte ich nur an 2 Tagen in der Woche arbeiten gehen, einfach aufgrund des Personals, der Personaleinteilung. Und da habe ich gemerkt, dass mir das nicht so gut getan hat. Und ja, und als ich dann im April eine Klasse übernehmen durfte, weil die Kollegin Co-Patientin ist, da durfte ich ihre Klasse übernehmen. Ja, und das war natürlich ganz toll. Da habe ich mich sehr gefreut und habe gemerkt, dass mir das gut tut. Ja. Also würdest du sagen, dass es dann quasi die Struktur ist, die dir gut tut und die persönlichen Begegnungen? Genau, richtig, ja. Die Arbeit mit den Kindern und die Struktur, ja, beides. Deine Klasse, welche Klasse ist das jetzt? In welchem Jahrgang sind die? Jetzt habe ich keine Klasse, jetzt bin ich praktisch als Sonderpädagogin in zwei Klassen, in zwei Grundschulklassen, Klasse 1 bis 3 eingesetzt, wo ich die Kinder, die einen Förderschwerpunkt haben, also zum Beispiel geistige Entwicklung oder Förderschwerpunkt Lernen oder Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung, die fördere ich und mit denen arbeite ich zusammen. Hm.
Hast du denn auch das Gefühl, dass jetzt die Kinder zurzeit gerade besonders gefordert sind? Also sozusagen, man liest ja viel davon, dass sozusagen die Anspannung auch bei den Jüngeren stark spürbar ist. Kannst du das bestätigen aus deiner Erfahrung als Lehrerin? Also die Kinder, die wir in der Schule haben, eigentlich nicht. Okay. Die sind ganz normal, so wie immer, eigentlich die meisten gut drauf und freuen sich aber allerdings sehr, wenn sie in der Schule sein können. Also ich meine, die finden es auch gut im Homeschooling irgendwie dann am Computer die anderen Kinder zu sehen oder auch mal zu Hause zu sein und ein bisschen länger schlafen zu können. Das finden die auch gut, aber also ich würde jetzt sagen, eher nicht. Ich denke, es betrifft vielleicht eher Jugendliche, die da so Probleme mit haben. Also das ist das sozusagen, das höre ich von den Konfis eher, aber es ist irgendwie auch mal schön zu hören, dass irgendwie der Eindruck ein ganz fast normaler ist oder irgendwie Ja, kein das stimmt. besorgniserregender. Nee, also nicht bei uns jedenfalls. Ich meine, wir sind ja noch sehr klein, wir sind ja eine Schule im Aufbau, aber trotzdem haben wir ja schon 150 Kinder, so ungefähr jedenfalls. Und da ist es eigentlich eher nicht zu merken. Schön. Auch die Kinder, die in der Notbetreuung sind, kommen sehr gerne, freuen sich und sind immer fleißig. Da freut man sich. Ja. Als Pädagogin. Okay. So, liebe Corinna, dann würde ich dir jetzt die zweite Frage stellen. Ich als Pfarrerin, da bin ich immer besonders gespannt, was da wohl kommt, weil ich auch denke, dass das so wenig thematisiert wird, dass man so Bibelverse miteinander teilt, die einen irgendwie tragen oder berühren. Deswegen frage ich jetzt dich: Gibt es ein biblisches Wort oder einen biblischen Vers, den du besonders gerne magst? Ja, es gibt einen, und zwar den Konfirmationsspruch meiner Tochter. Sie hat sich ausgewählt, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist 2. Timotheus 1,7. Ah, das ist ja ein wunderschöner Vers. Gott Ja, hat der uns nicht gefällt mir auch gegeben sehr. den Geist der Angst, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Genau. Ja, Liebe und Besonnenheit, das sind ja auch so Worte, die sehr schön sind und die man irgendwie im Leben auch gebrauchen kann, ja. Ja, die man vielleicht auch besonders gut gebrauchen kann, wenn gerade eine Pandemie um sich greift und die Richtig. alles ganz schön durcheinander gewirbelt hat, schon über ein Jahr jetzt, ne? Also, wie es ist ja, Ja, genau. was Angst und Furcht mit uns macht, ist ja auch irgendwie immer, kann ja auch irgendwie zerstörerisch wirken. Und irgendwie, ich mag, dass sozusagen der Vers schon festsetzt, quasi. Wir haben den Geist der Liebe und der Besonnenheit. Also, der Ja. Geist der Furcht ist nicht unserer, sondern wir haben Liebe und Besonnenheit und das zeichnet uns aus. So, das finde ich irgendwie so Genau. ein schon gesetztes Geschenk. Ja. Schön. Sag mal, deine Tochter, wie heißt die nochmal? Also meine Tochter heißt Patricia, die Patricia, ist 19, ja, geht noch zur Schule genau. und Macht die eigentlich Reiten? ihre große Leidenschaft ist das Reiten und die Pferde. Reiten kann die jetzt wahrscheinlich fröhlich weiter, oder? Ist das irgendwie coronamäßig Die schwierig? ganze Zeit, nee, überhaupt nicht. Sie hat so einen Pass, der oder und so eine Bestätigung vom Verein, dass sie halt wirklich deswegen auch immer unterwegs und auf dem Hof sein darf. Also die ist den ganzen Tag immer dort. Im Moment macht sie diesen Basispass, den man dann auch für die Turniere braucht. Ja, also sie ist da den ganzen Tag immer gut versorgt, ja. Schön, dass sie nicht auf ihr Hobby verzichten muss oder auf ihre Nee, Leidenschaft. gar nicht. Genau, die Pferde müssen ja einfach versorgt werden, ja. Ja. So, die dritte Frage ist jetzt neu. Die habe ich mir jetzt irgendwie ausgesponnen, weil ich da selber auch mal neugierig bin. Man kann ja auch die Weisheit teilen, die man vielleicht errungen hat im Ja. Umgang mit Corona und den ganzen Dingen, die da dranhängen. Hast du Tipps gegen den Lockdown-Koller? Also Lockdown-Koller gemeint im Sinne von, wenn man mal alles viel zu viel hat und denkt, ich halte es gar nicht mehr aus in meinen eigenen Ja. Fingern oder so, was kann ich tun? Hast du Tipps? Also, ich gehe halt ziemlich viel spazieren, mehrmals die Woche. Und das hilft mir immer so ein bisschen, dass ich einfach noch mal was anderes sehe, weil immer nur so in der Wohnung oder auch nur der Weg Arbeit und wieder zurück. Sonst macht man ja, oder früher hat man ja immer was Schönes noch gemacht, jetzt nicht mehr so oder nicht mehr so viel Schönes. Und das fehlt einem schon, klar.
Also spazieren gehen hilft auf jeden Fall. Und dann kommt auch immer eine Freundin oder jemand Bekanntes mit und mit dem kann ich mich dann auch wieder austauschen. Und ja, dann, ach so, und Sport draußen. Mein Sportstudio kann das jetzt wieder anbieten, dass sie so eine Trainerstunde draußen machen. Das hilft mir auf jeden Fall auch, ja. Das ist ja auch das, was Ja. man so hört, ne? Frische Luft und Bewegung. Genau, ja. Schön. Und wo gehst denn du dann immer spazieren? In Buchholz? Meistens, ja, auch durch die Kleingärten, die hier direkt, wo ich wohne, in der Auberstraße, dass ich da durch die Kleingärten gehe oder vor ganz oft auch im Botanischen Volkspark, der, wo ja jetzt so schön der Frühling begonnen hat. Und ja, das ist sehr schön da. Ja, da, wo man auch so schön Rehe gucken kann. Richtig, genau, Da hat ja. man irgendwann auch mal so einen total schönen Podcast mit Gottfried Sedgast, der dann so eine süße Andacht mit Bambi will nach Hause gemacht Oh, schön, hat. ja. Ganz schön. Ja, über das Reh, was da immer mal wieder draußen rumläuft, ne? Genau. Ja. Genau, Ja. das war echt irgendwie auch schön. Ja. Ja. Vielen Dank, liebe Corinna, dass du jetzt mitgemacht hast bei diesem Interview. Es ist jetzt auch mein erstes Interview nach einer langen Pause und bin sehr Schön, froh, dass ich ja. das mit dir zusammen gestalten durfte. Hat mir Spaß gemacht, war schön, ja. Und wer mal Lust hat, Corinna zu begegnen, ich lade ein zu unserem Freitagstreff im Zoom-Raum. Wir nennen das so etwas salopp Kneipe digital. Also wer Freitagabend Lust hat und keinen totalen Zoom-Überdruss hat, kann sich einfach mal einladen. Da sind wir zusammen in lockerer Runde, erzählen uns ein bisschen, wie die Woche so war. Und wer Lust auf Geselligkeit hat, ist herzlich dazu eingeladen. Genau. Ja. In diesem Sinne vielen Dank, liebe Corinna, und bis auf ein baldiges Wiedersehen. Genau, bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast aus der Kirchengemeinde Französisch Buchholz zu Berlin zum zweiten Sonntag nach Ostern. Ich hoffe, euch hat diese Hörzeit gemeinsam mit uns gefallen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und behütet und auf ein baldiges Wiederhören und Wiedersehen. Eure Susanne Brusch. Tschüss.